Nach diesem Mann fahndet die Hamburger Kriminalpolizei. Er heißt Wendelin Dreier und ist Angestellter der Cassandra-Werke. Seit Jahren holt er für seine Firma die Lohngelder vom Bankhaus Fries & Co. Als Dreier um 10.30 Uhr noch nicht in seiner Firma eingetroffen ist, verständigen die Cassandra-Werke die Polizei. Bei Unterschlagung fehlt wieder mal die Hälfte wegen Grippe. Der Chef hat uns um Unterstützung gebeten. Das heißt wir... Das heißt ich. Erraten. Ich habe Ihrem Beamten alles gesagt, was ich weiß. Das kann nicht ganz stimmen. Die Polizei wäre der Lösung näher, wenn sie wüsste, was dieser kleine Junge am Dienstagmorgen durch Dreiers Garagenfenster beobachtet hat. Das Einzige, was die Streifenpolizei im Wagen fand, war einer seiner Handschuhe. Das ist sein dritter Handschuh. Hier geht es um mehr als um eine Unterschlagung. Brief. Brief? Wo ist denn ein Brief? Ich mach keinen Unterschied her. Können Sie es einrichten, mich morgen Nachmittag aufzusuchen? Ich muss wissen, ob meine Schwester erpresst wird. Die Dame ist leider tot. Der Kerl muss sie erwürgt haben. Schnauze halten! Bei der geringsten Bewegung kracht's. Wenn du Schweinehund auch nur mit der Wimper zuckst, lege dich um. Wie komme ich denn hierher? Ist das ein Krankenhaus? Eher ein Nervensanatorium. Eine Klapsmühle, oder? Ja, genau das.